Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transit 402. Liebe Leute, ich bin Lucida und wir werden heute mal ein bisschen Staugeschichten machen. Wobei, nein, das ist falsch ausgedrückt. Wir haben ja gar keinen Stau. Das ist ja kein Stau hier. Wir wollten hier zwischen Ficinetti und Francisco eine Buslinie einrichten. Vielleicht kriegen wir es dadurch hin, dass wir weniger Privatfahrzeuge fahren. Weil es ist kein Stau, aber naja, es könnte vielleicht bei einer werden. Ist doch recht viel los hier. Wir müssen uns vielleicht mal überlegen, ob wir da irgendwann mal eine Brücke oder irgendwas machen, weil zwei Bahnübergänge in so kurzer Zeit ist auch nicht so der Oberhammer. Hier kommt unser neuer Zug. Die gute Uschi, die holt Eisenerz und Kohle hinten. Kohle, nicht Kohl. holt Kohle und Eisenerz ab. Und es liegt so derartig voll hier. Gerade eben ist die Uschi noch halb leer gefahren oder weit mehr als halb leer. Ihr seht das hier. Die ist doch gar nicht voll gefahren, aber das wird sie jetzt ab jetzt machen. Was jetzt leider noch fehlt für unsere Warenproduktion hier drüben, ist eben Kunststoff. Das ist immer noch nicht angekommen, das Öl. Aber jetzt kommt gleich das erste an. Und ich hoffe, das wird dann auch besser. Na gut, auf jeden Fall, wir machen jetzt mal diese Busgeschichte und sparen dabei auf Geld, damit wir hier hinten einen neuen Flughafen bauen können hier. Der wird dann hoffentlich dafür sorgen, dass wir mehr Öl bekommen und dann kommt auch mehr Kunststoff an. Also ja, genau, wir machen jetzt mal Bus und dann hoffentlich haben wir genug Geld. So, also, wie ist es denn hier? Bus. Aktuell fährt ein Bus von hier darüber, diese rote Linie, und biegt dann hier ab und die funktioniert nicht wirklich, diese Linie. Ja, wir lassen sie aber trotzdem mal. Sie macht ja zumindest keine... Ja, doch, sie macht schon ein bisschen Verlust, aber nicht so wahnsinnig viel. Wir lassen sie mal, weil irgendwann wird der Tag kommen, da werden wir da hinten einen Flughafen haben und dann brauchen wir diese Linie, denke ich. Und bis dahin ballern wir einfach eine weitere Linie hier drauf, die fährt auf den Spuren der roten Linie. Und fährt dann eben hier rüber, da wo diese türkise Linie ist. Und da gucken wir mal, wie machen wir das jetzt am besten. Ich glaube, das haben wir schon mal überlegt. Wir lassen die hier zum Bahnhof fahren. Und dann können sie sich hier auf die restlichen Dinger da verteilen irgendwie. Oder nicht zum Bahnhof, sondern hier in die Gebiete rein. Ich habe mal hier gerade Ficinetti offen, das ist da hinten die Stadt, von wo die dann kommen sollen. Und da wollen ganz, ganz viele hier zum Arbeiten. Nach Francisco, das heißt hier ins gelbe Gebiet, da wollen ganz viele hin. Und ein paar, also viele wollen auch in das blaue Gebiet. Und wenn wir jetzt mal hier gucken... Ziele. Da wollen viele nach Ficinetti und das heißt, die wollen auch irgendwann wieder zurück. Das heißt, ja, wäre vielleicht schon besser, wenn wir hier eine Kreislinie irgendwie anbinden direkt. Na gut, ich hatte mal drüber nachgedacht. Also wir wollen ja erreichen, dass die Leute hier in den Bus steigen und dann hier hinfahren. Und das erreichen wir dann am besten, wenn die Leute möglichst wenig umsteigen müssen und möglichst schnell ans Ziel kommen. Das heißt, wir lassen die Linie nicht hier irgendwo enden und dann müssen sie umsteigen und warten oder sowas. Also wir machen es dann wirklich so... Wir lassen sie hier, wir machen vielleicht eine Haltestelle pro Gebiet hin. Machen eine hier mitten rein, eine da hinten irgendwie hin und eine hier hin und dann müssen die hoffentlich zufrieden sein. Wenn sie noch mehr wollen, dann können sie ja wieder mit dem anderen Bus fahren. Wir probieren mal einfach, ob das klappt. Wir können mal vielleicht auch die vorhandenen Dings so nutzen, Haltestellen. Oder halt auch nicht. Wir bauen einfach neu hin. Also einmal halten wir hier mittendrin an. Hör mal, geh mal weg, ich sehe nichts. Ja, das ist gut. Dann einmal hier und am Ende einmal hier oben. Und jetzt bin ich komplett verwirrt bei diesen ganzen Haltestellen. Wir machen jetzt die neue Linie. Einmal hier und einmal hier, habe ich, glaube ich, gesagt. Gut, und dann gehen wir hier hin. Moment, ah doch, passt. Wir können eigentlich, mittlerweile ist die Stadt ja schon groß genug geworden, wir können hier eigentlich auch noch mal eine Haltestelle hinmachen. Sollte mal gucken, dass wir die Straße ein bisschen vergrößern später. Damit sie da so eine Spur haben zum Rausfahren. So, jetzt machen wir erstmal das da hin. Zack. Zack, zack. Und hier ans Ende. Oh, da fehlt uns aber was. Aber eigentlich haben wir hier genau das gleiche Problem. Die Leute wollen ja nicht einfach irgendwie mitten in die Stadt rein. Die wollen ja hier zu bestimmten Ecken dieser Stadt hin. Ah, das ist aber auch immer ein Elend. So, jetzt sag doch mal her. Ziele.
wollen viele einkaufen, noch mehr wollen arbeiten. Das heißt, wir müssen zumindest gucken, dass er, ja, dass sie das da gut erreichen können. Wie schaut es da aus? Also, viele wollen arbeiten, das wäre dann hier. Hier unten, da wollen ganz viele hin. Ja, wisst ihr was, dann machen wir das doch anders. Dann machen wir das doch hier. Mal hier eine Haltestelle hin. Dann auch eine hier in die Mitte rein. Und eine hier unten. Nicht ersetzen. Aber gut. Okay, jetzt bin ich wieder völlig verwirrt hier. So, hier. Hier und hier. Und von mir aus halten wir da auch nochmal an. Braucht nicht so sein. Gut, ich würde sagen, wir testen mal, ob das was bringt, diese Linie. Dass da weniger Privatfahrzeuge rumfahren. Das wäre doch was. Okay, und wir machen das in einer Farbe, die gut hierzu passt. Gut, da war noch eine blaue Farbe. Das sieht ja wirklich nett aus hier. So, dann würde ich sagen, legen wir damit mal los und kaufen unsere Busse. So. Ja, das sind immer noch die modernsten, die wir haben. Und immer toi, toi, toi. Ich hoffe mal, das klappt. Machen wir von hier welche und von der Gegenrichtung auch noch welche. Moment mal, fehlen hier etwa... Haben die kein Straßenfahrzeugdepot hier? Was ist denn hier los? Unfassbar. Es scheint so zu sein. Ja, das geht natürlich gar nicht. Warte mal eins hin. So, da kaufen wir auch noch welche und die fahren dann die Gegenrichtung. So, also, toi toi toi. Gucken wir nochmal, was hier gerade im Moment fährt. 113 Leute sind hier unterwegs. Von denen fahren ein paar hier rüber, aber es fahren auch viele geradeaus weiter. Also müssen wir mal gucken, ob sich das ändert in nächster Zeit. Dass da nicht mehr so viele Leute unterwegs sind, das wäre doch was. Gut, hier kommt es auch langsam zu Stau. Also langsam sind wir jetzt so weit, dass es da ein bisschen Stau geben könnte, gerade auch wegen der Busse. Können wir das schon ausbauen? Ja. Wir können das schon ausbauen und größer machen. Und Busspur gibt's auch. Ich glaub's ja nicht. Ausgezeichnet. So. Ja, wunderbar. Jetzt können die Busse hier in Ruhe anhalten und niemand wird aufgehalten davon. Gut, na dann, wir werden sehen, was uns das bringt. Da sind die ersten Busse schon unterwegs. Und liebe Leute, Skarabäus hat sich gewünscht, dass wir hier eine Brücke rüberbauen. Von wo war das? Achso, von hier. Von hier eine Brücke darüber, das kostet 10 Millionen. Und dann können hier die LKWs mit Kunststoff und natürlich auch mit Stahl beladen hier direkt zur Warenfabrik fahren. Das ist jetzt gerade im Moment für mich ein bisschen teuer. Das kostet wirklich 10 Millionen oder 11 Millionen. Und da warten wir noch ein bisschen mit. Oh, ein neues Fahrzeug, wie schön. Wir warten noch ein bisschen damit. Wir gucken lieber, dass wir da hinten diesen Flughafen noch gebaut bekommen. Und ist hier mittlerweile... Ach, Tatsache, es ist was angekommen. Es ist Öl angekommen, aber das reicht uns nicht. Das braucht mehr. Was ist hier los? Ja, hier wird auch ordentlich produziert, aber das bringt natürlich alles noch nichts. Also wir sollten schnell diese Brücke bauen. Und gucken, dass wir hier vor allem auch schnell neues Öl bekommen. Wie sieht es denn da hinten aus? Ja, das ist nicht viel. Das reicht uns nicht. Also es wird viel Öl gemacht, aber es reicht uns nicht. Das wird nicht nach so einem Kunststoffding hinten gebracht. Aber ich wette mit euch, das würde anfangen zu laufen, sobald wir hier angeschlossen sind. Und sobald das hier verteilt wird, das Zeug. Also das würde sowas von laufen, glaube ich. Gut, dann richten wir da unser Augenmerk mal auf diesen Flugplatz. Da müssen wir warten, bis alle weg sind. Bis da gerade kein Flugzeug unterwegs ist. Dann können wir das abreißen und neu bauen. Ich werde eben warten und gucken, ob das klappt. So, liebe Leute, jetzt müsste es passen. Der hier verschwindet gleich und es ist, glaube ich, noch kein neuer im Anflug. Sponsible Werkzeuge, ja, gibt es nicht. Warte mal kurz. Das dauert noch ein bisschen. So, jetzt heben sie ab und wir reißen jetzt den Kollegen hier ab. Ausgezeichnet. So, wunderbar. Das werden wir jetzt sofort machen. Müssen wir nur gucken, dass wir den neuen Flughafen auch wieder so ähnlich dahinstellen. Und dass der niemanden trifft. Ja, also ich glaube, Start in diese Richtung ist okay. Big Empolis ist nicht so groß, dass das was abbekommen könnte. Aber vielleicht wäre es sicherer, wenn wir in diese Richtung starten. Weil Start ist immer schlimm mit den Emissionen. Dann ballern die Emissionen hier auf die Felsen drauf und niemanden stört. Ich glaube, das wäre besser. So, jetzt kommen sie mal her. Wir reißen... Im Weg. Was im Weg? Was im Weg? Was im Weg? Ich jetzt... Achso, ist da schon einer im Anflug?
Du machst mich irre. Wo ist denn hier ein blödes Fahrzeug? Ach, da kommt einer. Kann man dir sagen, also umdrehen? Komm, geh mal durch, Start, bitte. Ja, habe ich gesagt. Ja, jetzt. Sorry. Oh nein. So, liebe Leute, jetzt werden wir eine ideale Passform hier finden für den neuen Flughafen. Gut, wollen wir das so haben? Ich würde sagen, jawohl. Oh, das ist verrutscht. Upsi. Das wollen wir so haben. Und da ist es. 16 Millionen schon wieder weg. Meine Güte, mein ganzes Geld. Ich werde verrückt. Okay, ist der jetzt... reicht nicht hier rüber. Gut, das heißt, wir müssen das Hauptgebäude wieder verlegen. Wir reißen das ab. 943 bekommen wir wieder. Oh, das reicht uns aber nicht. So ein Mist, jetzt fehlt uns Geld. Wobei, stopp mal. Das kostet uns 1,16 das Gebäude zu bauen. Hier kriegen wir aber 900 wieder. Das passt ja doch. Alles bestens ausberechnet hier. Jetzt müsste es eigentlich passen. Jetzt passt. Ausgezeichnet. So, da kann man die schon mal weiterfliegen lassen. Sehr schön. Und wir werden hier nebenbei noch ein bisschen das alles ein bisschen anpassen hier. Wie sieht das denn aus? Ja, machen wir die Straße mal gerade ein bisschen anders. Das ist unmöglich sowas. Okay, liebe Leute, jetzt haben wir den Flughafen angepasst. Sieht besser aus. Ich habe sogar noch ein bisschen Asphalt hingemalt, damit es besser aussieht hier. Was ist das für ein Busch? Muss das wirklich sein? Junge. Machen wir weg. So. Wunderbar. Damit passt das jetzt. Und sobald wir Geld haben, können wir diese Flugzeuge alle austauschen. Gegen schnellere und größere. Und damit sollte sich das Problem erledigt haben, dass wir hier zu wenig Öl bekommen. Nur, jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen sparen. Was würde denn so ein Flugzeug kosten, so ein großes? Hier, 18 Kapazität. Fliegt relativ schnell. Das aber jetzt. 350 km/h fliegt er und hat 14 Platz. Ja, so richtig lohnt sich das so nicht. Und der ist vor allem auch sehr teuer. 18 Kapazität. Ja, weiß ich auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall jetzt die Grundlagen geschaffen, dass das geht. Ja, liebe Leute, werde ich hier noch ein bisschen rumfliegen und überlege, was wir heute noch schnell machen können. Sticht mir dieser Schienenbus hier ins Auge. Unser Arthur Morgan, den haben wir vor ein paar Folgen mal irgendwann ausgetauscht, weil der Zug hier sich nicht gelohnt hat. Aber das sieht jetzt ganz nett aus. Ist nicht die Welt, was wir hier verdienen, aber es ist doch gar nicht so schlecht. Hört mal. Ha! Ach, stimmt. Stimmt. Das ist ja eingleisig. Okay, und es scheint nicht so ganz perfekt zu passen. Egal. Auf jeden Fall, das war eine super Idee, die hier auszutauschen. Und ich denke, wir könnten das nochmal machen. Ich habe hier nämlich gerade was vor Augen. Nämlich diesen Zug hier. Und so ein Sitting Bull, der fährt eine ganz komplizierte Strecke. Über die habe ich mich auch schon mehrmals beschwert. Zwischen Big Empolis, hier nach Francisco, dann weiter nach San Francisco wieder zurück oder den ganzen Weg wieder zurück. Und es ist nur ein einziger Zug, der da gerade im Moment fährt. Und wenn man sich anschaut, was das für Leute sind, die da mitfahren wollen, dann gucken wir hier an die Endhaltestelle. 300 Leute stehen da rum und die meisten davon wollen nach Big Empolis, also auf die andere Seite des Zuges, hierhin. Und hier sieht es genauso aus, die wollen auch alle oder ganz viele davon wollen nach Big Empolis. Und gucken wir mal hier, wie schaut es da aus? Kaum Leute, die darüber wollen. 10 wollen nach San Francisco, also wirklich auch bis zur Endhaltestelle. Interessant. Ja, meine Überlegung wäre jetzt, da so viele hier zwischen Francisco und Big Empolis hin und her fahren wollen. Glaube ich jedenfalls, habe ich so das Gefühl. Sollten wir da vielleicht diesen Zug hier lassen, den Sitting Bull. Der hat ja eine ganz gute Kapazität. Und hier als Zubringer sozusagen mal auch nochmal diesen Schienenbus dahin. Dann ist es ja alles besser abgestimmt. Ich glaube, wir machen das. Gut, das ist ganz einfach. Wir sagen einfach, hier ist die Endhaltestelle. Und wir haben hier schon unsere beiden Plattformen. Also müssen nicht mehr den Bahnhof verändern oder sowas. Ich denke, das machen wir so. Sagen Sie mir her, wir sagen jetzt hier anhalten und nicht weiterfahren. So, das ist erledigt. Und ich gehe noch nicht aus der Pause raus. Wer weiß, was uns passieren könnte. Jetzt machen wir da eine neue Linie hin. Jetzt sind die leider alle weg hier. Jetzt sind alle despawned. Wie schade ist das? Genau, das wird unsere neue Schienenbuslinie. So, also da ist sie. Jetzt fehlt eben nur noch diese Schienenbusse. Und die müssen wir eigentlich hiermit, glaube ich, die müssen wir hier kaufen können. Das passt, jawohl. Das sind ja, glaube ich, aus diesem Diesel. Die brauchen also keinen Elektrik-Dings, Oberleitungsteil. Und genau, das ist der. 100 km/h fährt der. So, jetzt müsst ihr die noch benennen und wir brauchen noch einen weiteren.
Okay, warte mal, was? Kommen Sie! Der fährt nicht! Warte auf Freiwege! Oh, ach so. Aha. Er muss einfach bloß auf die blaue Strecke fahren. Oh. Da hat jemand vielleicht vergessen, ein Signal hinzustellen. Ist ja peinlich. So, jetzt müsste er aber eigentlich rauskommen. Ja, da ist er doch. Gut, wir nennen den Kollegen Jesse James. Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Jesse James, aber den haben wir, glaube ich, umbenannt irgendwann. Jesse James der Erste. Sehr schön. Und dann verkaufen wir noch zwei, drei weitere, denke ich. Je nachdem, wie sich das hier so darstellen wird. Mit der Zeit. So, was ist mit dir? Der müsste eigentlich auch sehr gute Gewinne machen. Oh, er macht eher so Verluste. Fährt voll, macht aber Verluste. Interessant. Sehr uncool. Ja, den müssen wir auch noch verlängern. Aber das hat alles Zeit. Das hat Zeit, bis wir hier diese Brücke gebaut haben und das alles dahin kommt. Aber wir können uns schon mal Gedanken machen, wie wir dann die Waren, die wir hier dann haben, wegbekommen. Weil die sollen erstmal. Die sollen ja rüber. Nach San Sponsolino und Andyville. Die wollen ja groß machen hier, die beiden Städte. Und wie kriegen wir die dahin? Zug würde ich jetzt mal so nicht sagen, weil wir stecken hier mitten in irgendwelchen Highlands da fest. Schiff geht auch nicht. Also eigentlich bleibt nur Flugzeug. Und geplant ist, dass wir hier irgendwann einen großen Flughafen hinmachen. Hinter San Francisco. Sowohl Passagier als auch möglicherweise Güter. Und da könnten wir das einfach relativ einfach von hier. Hier ist ja diese Brücke, die kommt hier an. Von hier darüber ballern. Auf den Flughafen. Dann haben wir hier einen Flughafen und dann ist das Thema gegessen. Dann passt das schon. Na, ich würde sagen, das können wir machen, aber da fehlt halt ordentlich Geld. So, Thema Geld, da gucken wir jetzt gerade mal, was sind denn die größten Fresser hier, Geldfresser. Da wollen wir mal gerade eben schauen. Ertrag. Aha! Tatsächlich dieses Schiff hier, Alhambra. Weil das fährt relativ leer. Ziemlich, ziemlich leer. Das ist das Schiff, was Öl herbringt für den Kunststoff. Und da ist eben noch nicht so viel Öl. Und das macht so viel Verluste, ist ja krass. Der Kollege macht auch Verluste. Hier unsere Uschi. Mit dem Stahl. Echt jetzt? Da fährt er gerade. Mal gucken, was der gleich bringt, wenn der seine Ladung ablädt. Dann müsste er doch schon ordentlich was bringen. Und das wird er wahrscheinlich hier raus katapultieren. So, da ist er. Und jetzt hau raus. Ich will 3 Millionen sehen. Bitte. 4,8 sogar. Wow. Nicht übel. Was haben wir hier? Fishbowl. Oh, das sieht ja nett aus. Kanad Air, okay. Was haben wir da? Gut, es hat sich jetzt hier ein bisschen geändert. Es ist immer noch dieses Schiff ganz oben. Jetzt die neue Buslinie, die wir heute erst gebaut haben, die ist auch eher traurig. Kein Mensch fährt da mit, ist das wirklich so? Ja, ein paar Menschen fahren da schon mit, aber so wirklich viel ist es nicht. Mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Achso, das kann man wirklich nicht sehen. Hier waren immer, ich glaube, hier stand 130 oder was, Leute fahren hier lang. Und das ist im Wesentlichen immer noch so. Also es ist nicht deutlich besser geworden, dass hier jetzt weniger Fahrzeuge unterwegs wären. Ja, wenn es so ist, wenn die nur was kosten, dann werfe die wieder aus. Da kenne ich gar nichts. Das scheint es nicht zu bringen. Ja gut, wir lassen die mal noch eine Runde. Wir lassen sie noch ein bisschen fahren und gucken, ob sich nächstes Mal verbessert. Aber wenn nicht, da fliegen sie sofort wieder raus. Genau, und nächstes Mal werden wir diese Brücke hier bauen für 10 Millionen hier rüber. Und ich denke, dann sehen wir weiter, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht. Lasst mir ein Like da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.